Guten Morgen. Guten Morgen. Heute geht's weiter, wir verlassen Japan. Und zwar geht's nach Thailand, nach Bangkok. Am Flughafen, am Check-in-Schalter, aber jetzt heißt es erstmal anstellen. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum wir die Rucksäcke jedes Mal einpacken, das ist dazu gut, weil es gibt Fluggesellschaften, die Probleme damit haben mit den Rucksäcken, weil so viele Schnüre herumhängen und die könnten sich irgendwo verhängen und ja, das wäre dann blöd. Jetzt geht es dann gleich los, wir freuen uns schon richtig auf Thailand. Wieder ein wirklich warmes Land hier, es ist schon so kalt geworden. Ja, und das Wetter, es hat die letzten Tage viel geregnet. Ja, jetzt freuen wir uns schon wieder. Und ja, wir müssen uns aber dann noch anstellen. Wieder mal eine ziemlich lange Schlange. Aber wir haben wieder Emergency Seats, also Beinfreiheit immerhin. Beim 7-Stunden-Flug ist das schon sehr angenehm. Wir sind jetzt bereit für den Abflug und wir haben richtig viel Beinfreiheit. In Bangkok angekommen und hier ist wieder ganz schön was los, das gefällt uns. Und ja, am Flug gab es jetzt auch noch etwas Schwierigkeiten, denn ja, es war etwas hektisch, weil die Stewardessen auf einmal durch das Flugzeug gelaufen sind, weil ja, ein Passagier Probleme hatte. Also sie sind durchgelaufen und haben nach einem Doktor geschrien und ja, es war sehr hektisch. Wir besorgen uns jetzt noch ein Grab, also ein Taxi, so ähnlich wie Uber, das wir auch schon in Indonesien und auf den Philippinen verwendet haben. Und dann freuen wir uns schon auf unser Airbnb. Ja, nach den ganzen Hostels. Wir haben jetzt drei Wochen durchgehend fast nur Hostels gehabt, mit ein paar Ausnahmen. Aber jetzt freuen wir uns richtig, dass wir wieder ein Zimmer oder sogar ein ganzes Apartment haben. Organisiert. Ja. Wir haben nämlich keine Ahnung, wo wir überhaupt hin müssen und wir haben uns auch kein Treffen ausgemacht mit dem von Airbnb. Aber die in der Lobby, also die im Büro besser gesagt, haben ihn gerade angerufen und jetzt haben sie uns in die Lobby geschickt zum Warten und mal schauen, was passiert. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt in unserem Airbnb. Wir mussten unten in der Lobby noch ca. 15 Minuten warten. Ja, es war aber eigentlich, eigentlich meine Schuld, weil ich die Nachricht nicht bekommen habe, die er gestern geschrieben hat, aber ja. Ja, egal, jetzt sind wir hier. Das Airbnb-Zimmer ist eigentlich ganz nett. Hier wieder Fernseher. Vielleicht können wir unsere Serien jetzt hier schauen. Nette Couch. Eine kleine Küche gibt es hier auch noch. Hier ist dann eine einfache Dusche drin. Und das Schlafzimmer sieht auch sehr schön aus. Vor allem die Aussicht. Also ja, da haben wir es gut erwischt.
Und da wir Hunger haben, essen wir jetzt gleich mal das thailändische Essen, auf das wir auch schon sehr gespannt sind. Weit mussten wir jetzt nicht gehen. Judith hat sich schon was gefunden. Wieder total lecker und wieder sehr günstig gegenüber Japan, aber das war klar. Und Rudi hat sich auch schon was gefunden. Schaut richtig lecker aus. Ich habe mir auch gleich nochmal dasselbe bestellt, weil es so gut ausschaut. Das hier ist übrigens rohe Leber. Nein, das ist natürlich Tofu. Aber das thailändische Essen hat mich echt überzeugt. Wir verabschieden uns jetzt nach diesem leckeren Essen und freuen uns jetzt schon auf die Dusche, weil es so heiß ist. Wir schwitzen schon wieder so. Sogar am Abend, es ist echt heiß. Ja, es hat jetzt noch am Abend über 30 Grad. Jetzt nach den kalten Tagen in Japan sind wir das nicht mehr gewöhnt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.